Ich bin überwältigt, dass so viele Leute gekommen sind. Einmal ein herzliches Dankeschön und ein herzliches Grüß Gott und grüß euch. Freut mich wahnsinnig, dass wir nicht alleine sind, die was merken, dass das vielleicht alles momentan ein bisschen aus dem Ruder läuft. Man merkt schnell, wenn man ein bisschen abseits der Regierungsmeinung ist, sich abseits der Regierungsmeinung bewegt, wird man ins rechte Eck gedrängt, warum auch immer. Man wird als Schwurbler bezeichnet, das gefällt mir persönlich eigentlich am besten, ich bin gern Schwurbler. Aluhutträger, weiß ich ehrlich gesagt nicht warum. Uns eint, glaube ich, eines, wir merken, dass irgendwas nicht mehr ganz richtig läuft bei uns. Darum sind wir alle da. Wenn ich das nur immer rede, wir haben das auf der Initiative Zukunft Oberndorf, da redet man mundfußlich in den Videos und schreibt Beiträge, da wird man natürlich auch angefeindet. Inzwischen bin ich es gewöhnt, das ist mir relativ gleich. Aber ja, ich bin ja nicht vom Fach und was weiß ich bin ja kein Virologe, kein Epidemiologe und was auch immer. Das ist mir eigentlich ziemlich gleich. Darum haben wir uns heute Verstärkung geholt, dass ihr bestens informiert seid. Wir haben die Frau Dr. Rösch hier in Oberndorf. Wir haben den Herrn Dr. Schießler in Oberndorf, der wird uns auch auf der rechtlichen Seite beraten. Und wir haben heute auch den Gesundheitsmechaniker, den Roland, bei uns. Auch ein herzliches Grüß Gott. Wir haben auch mehrere Auflagen von der Behörde bekommen. Die erste Auflage ist, das kennen wir alle, Abstand halten. Also ich würde euch bitten, schaut, mit denen ihr nicht zusammen wohnt, dass zumindest den Meter Abstand einhaltet. Platz sollten wir haben, so klein ist Oberndorf dann auch nicht. Und wir haben eine Maskenpflicht auferlegt bekommen. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Das heißt, wenn die Polizei kontrollieren kommt, wir haben Maskenpflicht, nur zur Information. Da ist jeder selbst verantwortlich dafür, das einzuhalten. Es gibt genügend, die davon befreit sind. Das könnt ihr bitte halten, wie ihr wollt. Selbstverständlich, wenn wer keine Luft kriegt, tut das wieder runter.